Hallo Freunde des kleinen YouTube-Sports, grüße euch zu einem neuen Unboxing. Jawohl, ich stehe jetzt in diese Richtung, ja, auf diese Wand, weil eigentlich wollte ich euch das ja noch nicht zeigen, aber ich denke, ihr werdet das gleich sehen. Und ich habe mir jetzt was gekauft für die Küche, damit das optisch auch ein bisschen passt. Ja, okay, da ist das, ja, aber ich habe vergessen, das Messer. So, ich habe also bin dran, meine Küche am umgestalten. Ja, Achtung. Ja. Und dann einmal bitteschön. Ja, einmal in schwarz. Ist aber noch nicht fertig. Ja. Hier sind die halt Gewürze. Den habe ich gestern gemacht. Plus das Brett, was ihr gerade gesehen habt. Innen drinne bin ich noch nicht ganz schlüssig, ob ich das auch so machen soll. Ja, das entweder hier das Rot oder das soll rot werden. Und wo kommt das jetzt hier weg? Lack abgeplatzt. Scheiße. Das heißt, ich darf die Tür nochmal abnehmen. Ist das hier auch? Ne, hier ist es nicht. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das da drinnen machen soll. Die Bretter habe ich auch nur von oben, von unten und von vorne vor. Hinten die Ränder, das sieht ja kein Schwein. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das drinnen machen soll. Entweder weiß oder rot. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin noch nicht fertig. Ich habe gestern habe ich erstmal da oben die Gitarre, also es war blau. Das habe ich in Schwarz mal eben einmal mit der Rolle ein bisschen übergezimmelt. Brauche ich dafür eigentlich, ne? Die hatte ich schon etwas länger mit der Pflanze oben drin. Ja. Und jetzt kommen wir auf das Hauptmerkmal hier. Ja, diesen Rotz hier. Ja, unten geht jedes Mal die scheiß Schraube locker. Und wenn das festgeschraubt ist, kannst du das auch nicht wirklich drehen. Also kannst du schon, aber ja, das ist tüdelig und das Ding muss mal ausgetauscht werden. Und dann kommen wir dann natürlich auf dieses nette Gerät hier. Habe ich eigentlich erst morgen mitgerechnet, ist aber vorhin schon gekommen. So, ein Paket für die Küche. Also das ist eine Armatur, habe ich mir gekauft. So, warte, ich schneide das erstmal auf jetzt hier. So, jetzt haben wir es ausgepackt. Und das ist nicht das, was hier abgebildet ist. Ist da eine drauf, die da so ähnlich aussieht? Nee. Das soll auf jeden Fall schwarz sein. So auch ein bisschen matt, also passend zu den Hängeschränken. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob ich das gekriegt habe, was ich haben wollte. Thank you, kein Problem. Handschuhe für die Montage. Okay, die sind schon mal dabei. Das ist ja eigentlich ganz wichtig, wenn wir von den alten. So, das ist damit befestige ich dann das Teil in der Küche. So, und jetzt kommen wir zu dem geilen Teil hier. Also das Ding in der 360 Grad Funktion und hat Gewicht. Mein lieber Scholli, jetzt kriege ich das hier nicht raus. So, jetzt. Mega geiles, mega geil. Ach jawohl, es ist schwarz. Oh, geil, es passt auch zur Küche. Ey. Ich krach im Bach, ey. Ich krach im Bach. So, warte mal. Entschuldigung für die Kameraführung, aber ich weiß, dass ich mal wieder ein Video gemacht habe oder so. Das will ich natürlich gucken, ob die Farbe auch zu den Schränken passt. Ey, hör mal. Alter. Geil. Ja gut, ich habe jetzt kein Licht an, weil draußen brennt mördermäßig die Sonne. Deswegen habe ich Fenster zu, Rollo unten, Beste, was du machen kannst, ist drin, ein bisschen kühl bleibt. Ja, auf jeden Fall sieht gut aus. Das hat auf jeden Fall Gewicht, also ich würde sagen, das sind so ja, stramme 2 Kilo oder so. So, das Ding kommt dann einfach da dran. Und das Coole an der Sache ist, mit dem Teil, ich kann den also, ja, das kann ich so euch jetzt nicht zeigen. Ich werde euch das dann zeigen, wenn das Ding befestigt ist und wenn es dann funktioniert, ja. Ja, da haben wir hier jetzt der Hahn, der steht, ja, es wackelt halt ein bisschen, aber es liegt daran, weil das ziemlich dünn ist und ich habe damals die Küche von einem alten Russen gekriegt, der hier oben drinne gewohnt hat, in Maus auch, und der wollte das dann, die komplette Küche, also alles ist schränkemäßig, was ihr gesehen habt, auf den Sperrmüll schmeißt, wollte von mir aber noch frecherweise nochmal 50 Euro haben, ich denke, ja, du hast doch nicht mal Tassen im Schrank, ja, natürlich Fusch am Bau.
Oder sieht die vor? Ich weiß, wo ich die geholt habe. Ich habe damals mal einen Eurojob gemacht, da bei der GAP gewesen und dann einfach da solche Löcher reingemacht. Und hier sieht man es auch. Ich musste natürlich noch ein, zwei Ecken, die da drum sind, wegknicken, damit ich diesen Verschluss, den ich euch gezeigt habe, dieses ja, goldfarbene Ding da, damit ich den da durchkriege, damit ich den festschrauben kann. So. Ja, so, und jetzt funktionmäßig. Ne, ganz leicht und easy. Kommt hier das Wasser raus. Kalt, warm, funktioniert astrein. So, das mal laufen, damit ihr das seht. So, man kann jetzt hier. Geil. Andere Richtung halt natürlich auch. Dann halt einmal darüber, einmal darüber. Na, ich habe den jetzt hier gelassen, den Pin. Könnte ich normalerweise könnte ich das drehen, weil der ist ja, den kann ich ja bis hier, guck. Den kann ich ja bis dahin rumdrehen. Das heißt, normalerweise könnte ich den auf die andere Seite machen und dann habe ich nur den Hals hier, aber so komme ich am besten dran. Viel Platz nimmt er jetzt nicht weg da an der Spüle, wie ihr seht, das ist ja hier an der Ecke. Wie gesagt, ganz fest konnte ich es hier nicht machen. Das Gummi da drinnen, das ist halt ein bisschen nee. Und so festziehen kann ich das auch nicht, weil unten drunter hast du ja dann halt, hier hast du die Spüle, hier hinten hast du da das Holz und eher die Spüle. Dann kannst du dann halt schlecht das festziehen mit der Zange. Naja, ich zeige das einmal von unten. Da sind die neuen Anschlüsse, ich habe die alten weggemacht. Und dann da oben ist das halt genau diesen Kupferding, was ihr dann festmacht. Jo, das war's dann. Für den Hahn. So. Danke fürs Zusehen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Unboxing. Euer Virus. Ciao mit V.